Bist du zufrieden mit gestern? Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, ja. Aber es waren natürlich wieder Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Die werde ich auch, glaube ich, nicht mehr verstehen. Also für mich gestern in dem Spiel mit Abstand, mit ganz, 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 ganz großem Abstand. Einer schreibt's rein. Tom Kraus, Man of the Match. Mit ganz weitem Abstand. Was der da gestern an Meter gelaufen ist, was der für Zweikämpfe gewonnen hat, was der für Spielverlagerung geballert hat, plus sich offensiv noch mit eingeschaltet, leck mich am Arsch. Also ich würde fast sagen, das war bisher die beste Saisonleistung von irgendeinem Schalker. Also das war Wahnsinn. Und danach kommt Mohr für mich. Ja, Mohr hat einen super Job gemacht und da tut mir wirklich leid, dass ich das sagen muss, weil ich liebe Ovejan, ich habe das im letzten Video auch schon gesagt, aber Mohr ist defensiv wesentlich stabiler und Standards ist der auch nicht so kacke, wie man gesehen hat, ne? Also mir kommt Mohr defensiv wesentlich stabiler vor. Sepp auch leider nicht so gut. Sepp Vandenberg war nicht gut. Willst du mich verarschen? Also ich fand Vandenberg überragend gestern. Der war oft out of position. Vandenberg war out of position? What the fuck? Bruder, er ist derjenige, finde ich, in der Defensive, der so eine fucking Ruhe ausstrahlt und einfach immer spielerische Lösungen finden will, ne? Mir hat Vandenberg super gefallen. Also no joke. Das ist endlich mal wieder ein Verteidiger, der sich auch mal, sag ich mal, vertraut und der finde ich, echt eine gute Spieleröffnung hat, ne? Natürlich hier und da so Kleinigkeiten, aber Bruder, die kommen halt auch noch, ne? Vandenberg ist fußballerisch die größte Pflaume, sehe ich halt absolut anders, ne? Wirklich, für einen Verteidiger sehe ich das absolut anders. Ich finde, der wirkt einfach, das ist ein moderner Innenverteidiger. Bin ich voll bei dir. Ich finde, das beschreibt den echt ganz gut. Hat der einen Kopfball verloren in dem Spiel? Hat der einen hohen Ball abgegeben? Also ich kann mich an keinen erinnern. Vandenberg ist 20, glaube ich. Dein Liebling einfach das 1-0. Ohne Spaß, ich habe es gestern hier mit Chili geguckt. Der ist ja auch im Chat hier, der ist ja Mod. Ich habe es mit Chili hier gestern geguckt. Die Reaktion, unbeschreiblich. Unbeschreibliche Reaktion. Ich saß hier, Chili saß hier. Und da war der Monitor. Bülter schießt drauf. Riemann lässt prallen. Und dann macht einer das Tor. Wir schreien, ja. Und Chili neben mir. Och nein, doch nicht der. Und ich sehe nur. Und ich so, nein, wieso? Direkt wie aus der Pistole. Ja. Oh nein, noch nicht der. Das war die Härte, ey. Das war die absolute Oberhärte, ey. Aber Riemann gestern, ui, ganz, ganz schwieriges Spiel, ne? Also Riemann fand ich gestern nicht gut. Gar nicht gut. Sehr, sehr verunsichert. Keine Ruhe ausgestrahlt, so oft out of position. Wieso, der macht eigentlich einen guten Job. Ich werde kein Freund von Drexler, werde ich auch nie. Und warum ich kein Freund von Drexler werde, hat die Einwechslung von Salazar gezeigt. Als der auf dem Platz war, ging für mich offensiv viel, viel mehr. Und die Körpersprache von Salazar hat mir gestern zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Aber ich werde kein Freund von Drexler mehr. Der kann 10 Tore schießen, ich werde von dem einfach kein Freund. Das ist einfach, ich mag den einfach nicht. Da tut mir auch wirklich leid, ja. Respektvoll meine ich das. Ich mag den einfach nicht. Ich mag die Spielweise von dem nicht. Für mich verschleppt er zu oft das Spiel, macht das Spiel langsam. Ich bin einfach kein Fan von seiner Spielweise. Wie war deine Reaktion zu Polter? Mich hat's gefreut und mein Kollege war so, wie so, ja, so nach dem Motto, ja, jetzt trifft er auch noch so, weißt du? So die Reaktion. Aber mich hat's gefreut für Polti. Fühle ich, so wie ich Terodde überhaupt nicht fühle, kein Stürmer für die erste Liga, zu langsam, zu unbeweglich. Ja, aber ich sag, manchmal hat man das so mit Spielern, ne? Wo ich jetzt schon wieder sagen würde, Terodde ist aus meiner Sicht für das Schalker-Spiel offensiv echt wichtig. Was er gestern wieder einige Male gezeigt hat. Mit Bälle festmachen, Abschlüsse hat er auch gehabt. Einmal in der ersten Halbzeit zu lange gewartet. Matriciani fand ich okay. Je länger das Spiel ging, desto unsicherer wurde der, fand ich. Aber zum Start her war ich erstmal überrascht von dem. Tatsächlich. Da habe ich weniger erwartet, was ich dann bekommen habe. Hinten raus wurde es dann hier und da echt mal ein bisschen wackelig. Hat aber funktioniert. Ich meine, ich weiß nicht, was Aydin verbrochen hat, dass der nicht mehr spielt. Ob der gestern irgendwie ein Minigolf-Turnier hatte oder so. Dann habe ich nicht so gerafft. Aber was ich einfach zum Verrecken nicht verstehen werde, und ich glaube, das wird die ganze Saison so gehen. Ich glaube, wir werden nicht mehr Larsson und Salazar auf dem Feld sehen. Ne? Beide zusammen. Das wird, glaube ich, nicht mehr passieren. Ne? Die Körpersprache von Salazar war auch nicht vielversprechend gestern. Salazar hat gestern auf 70% gespielt. Der hat überhaupt nicht nachgesetzt in den Zweikämpfen.
Der hat dann seine Dribblings gemacht, die er immer macht. Die waren auch echt clever wieder, wo er Zeit rausgeholt hat oder Freistöße. Aber die Körpersprache von ihm, das Nachsetzen von ihm, war nicht gut. Also der hat keinen Bock gehabt gestern. Für mich war das eine absolute Kein-Bock-Attitude. Was ich auch nachvollziehen kann, weil ich kann es auch nicht verstehen, warum der nicht erste Elf spielt. Ja, bockig. Bockig trifft's perfekt. Salazar hat gestern eine bockige Ausstrahlung gehabt. Aber ich kann's ihm nicht verübeln. Weil, Bruder, das ist einer deiner besten spielerischen Leute im Kader. Und dann immer mit dem Argument zu kommen, der kann für die Schlussphase wichtig werden. Es wird das Spiel kommen, wo du 2-3-0 hinten liegst. Und was bringt dir das dann? Das bringt dir gar nichts. Und für mich müssen Larsson und Salazar, du musst sie darauf hintrainieren, dass sie sich blind verstehen. Weil dann hast du ein Duo da vorne, was mal auch mal in unmöglichen Situationen sich Chancen herausspielen kann. Und wo der drin war, war direkt trotzdem, trotz der bockigen Attitude, war aber direkt viel mehr Tempo vorne drin. Und wie gesagt, Larsson, Salazar, für mich einige der wenigen Leute, nimm mal noch einen Bülter mit rein, aber die auch mal in den Dribbling gehen. Und das auch für sich entscheiden, das Dribbling. So viele Spieler auf Schalke sind da nicht. Gerade offensiv. Terodde ist kein Dribbler. Nee, Larsson, ich finde Larsson auch nicht außen. Larsson muss auch für mich zentral spielen. Karaman hast du nichts von gesehen. Karaman kann man nicht bewerten. Deswegen werde ich auch nicht mit der Kramer warm. Ja, wie gesagt, das stört mich erheblich. Und auch die... Wieder diese spielerische, ja, in den letzten Minuten das Team, was hinten liegt, normalerweise hat das nochmal die Druckphase, weil es alles reinwirft. Aber das hat mir gar nicht gefallen. Du hast 2-3 Situationen gehabt auf Schalker Seite, wo du hättest einfach ausspielen müssen. Du warst in Überzahl. Es stand gefühlt nur noch Riemann und ein Verteidiger da gegen 3 Schalker. Und die haben den Ball immer wieder rausgepölt nur. Hättest du das spielerisch gelöst, du wärst mit 3 Leuten aufs Tor gelaufen gefühlt. Dann habe ich nicht verstanden. Da hast du dir wieder einfach selber Probleme gemacht. Das ist am Ende gut gegangen, aber gegen andere Teams ist sowas halt dann echt schwierig. Das Problem mit Larsson und Salazar ist, beide eher so ähnliche Positionen begleiten und ähnlich spielen. Und das ist schwierig, in eine Elf zu kriegen. Nee, eigentlich nicht. Weil weder Salazar noch Larsson ist für mich auf der Position zu Hause, wo sie gespielt haben. Und Salazar auch wieder da auf außen rumhüpfen lassen. Also der traf ihn nicht, ne? Der ist so stark aus der zweiten Reihe zentral und gerade auch noch im Dribbling, wo der sich da durchwurschtelt. Der muss zentral hinter den Spitzen zocken, so einer. Und nicht über außen. Ich finde den über außen komplett verschenkt. Salazar so wie Larsson. Finde ich beide über außen verschenkt. Im Vergleich hat Schalke aber wirklich Fußball gespielt. Buchenwald einfach nur lang und weit. Henning Barster aber gut mitgehalten. Ich fand Bochum, ich muss fairerweise sagen, Bochum war gestern echt nicht gut. Das war nicht gut. Und ich fand nicht mal, dass die Spieler schlecht waren, aber das reicht halt einfach wirklich nicht. Was du auch irgendwo anhand der Statistik ja siehst, was war die Statistik? 15-4 Torschüsse. Also Bochum hat so richtig, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, jetzt nicht tot, so angenockt gewirkt. Ja, stimmt, der Dings hat sich verletzt zum Start bei Bochum. Wobei ich aber sagen muss, wer kam da? Hofmann oder was? Hofmann? Oder wie heißt der? Der war aber gar nicht schlecht. Holtmann, genau, Holtmann. Der war nicht schlecht. Einige Male gut durchgetankt und Flanken geknödelt da. Aber ich glaube auch, für Bochum wird es sehr, sehr schwer. Und ich glaube auch, dass Reis weg ist nach dem Spiel jetzt. Ob das dann am Ende da Gramotzes wird, weiß ich nicht. Für Schalke wäre es gut. Aber wie gesagt, ansonsten war das über weite Strecken echt okay. Also als sie dann unentschieden gefangen haben, da saß ich hier schon wieder und hab mir gedacht, Junge, gegen wen willst du gewinnen? Gegen wen willst du in der Liga noch gewinnen? Wenn jetzt nicht gegen so ein spielerisches Bochum, wie es gerade war. Gegen wen willst du gewinnen? 3-1 hat die Verteidigung von Bochum gepennt. Bei 3-1 war das Spiel vorbei. Was war das? 94. Minute? Ob er da noch einen kassierst oder nicht, spielt auch keine Rolle mehr. Schalke war im Angriff. Der hätte eh abgepfiffen. Ne? Und jetzt kommt Dortmund. Jetzt kommt Borussia Dortmund. Was die aktuell da spielen, wird mir auch ein Rätsel bleiben, ne? Ich finde die so fucking verunsichert und verstehe einfach nicht, warum. Modest ist für mich das, was Polter auf Schalke ausstrahlt aktuell. Dieser Fremdkörper, der so irgendwie gar nicht funktioniert. Klar, Polter hat jetzt getroffen. Er hat ja auch nur ein paar Minuten gespielt. Aber so, Polter in Stuttgart war halt auch Fremdkörper. Und das ist für mich Modest irgendwie so in Dortmund, weiß ich nicht. Das angebliche Foul an Kimmich, ja, war kein Foul. Aber Foul an Bülter war auch kein Foul. Vorm Tor von Schalke. 2-1. War auch kein Foul. Brauchst du aus meiner Sicht nicht pfeifen, das Ding.
dass da am Ende des Tages natürlich wieder ein Tor raus resultiert. Ey, in der Situation war ich als Schalke-Fan schon keine Ahnung wie oft. Ich meine, ihr weiß, ich glaube, für Schalke wird es am Ende leider trotzdem reichen. Aber ich hoffe einfach auf ein cooles Spiel. Auf ein cooles Derby. Nicht schon wieder nach 10 Minuten 4-0, Spiel vorbei. Dann mach irgendeine spannende Möhre, Alter, wo du auch ein bisschen mitfiebern kannst oder so. Ich glaube, 2-2, merkt euch meine Worte. Wie lange ist Kobel verletzt, Chat? 2 bis 3 Wochen, also steht der safe im Derby nicht im Tor. Adem und Haller müssen zurückkommen. Er ist halt auch die Härte, ne? Bruder, du holst dir da im Sturm was Neues und ausgerechnet die beiden verletzen sich direkt, ne? Beziehungsweise Haller halt mit der Krebsdiagnose. Das ist halt auch die Härte, ehrlich. Was hältst du davon, wenn Tedesco wieder zu Schalke kommt? Absolut gar nichts. Wirklich nicht. Null. Der hat jetzt zum zweiten Mal gezeigt, dass der nach einer Saison das Team verliert. Wobei ich fairerweise auch sagen muss, das, was mit Tedesco in Leipzig passiert, das ist einfach eine Sauerei. Das ist einfach eine Sauerei und da will ich jetzt auch nicht wieder mit RB-Bashing kommen. Aber, Bruder, irgendwo passt es halt auch einfach dahin. RB, ruhiges Umfeld. Nee, das ist so, weiß ich nicht. Die haben einfach nur darauf gewartet, wann sie ihn endlich jetzt schießen können. Und ich glaube, dann ist es als Trainer auch ein bisschen schwer zu arbeiten, dann maybe. Aber wenn du da... Der hat den Pokal geholt und die konnten nichts machen. Das wird es am Ende gewesen sein. Der hat den DFB-Pokal geholt, ansonsten wäre der da schon weg gewesen. Weil die unbedingt den Rose da haben wollen und das ist... keine Ahnung. Ich meine, es zeigt auch irgendwo wieder... Wenn wir jetzt mal bei Tedesco sind, eine Saison funktioniert dann echt gut und die zweite Saison muss immer irgendwas passieren. Irgendwas muss ja immer passieren. Ich meine, die haben ja auch wirklich nicht mehr gut gespielt. Ne? Und wenn du siehst, was da an Spielermaterial rumgelaufen ist, was ja nochmal erheblich eine Steigerung war, im Gegensatz zu wo auf Schalke war. Aber auch da hat er es wieder nicht geschafft, diese Weiterentwicklung einfach zu gehen. Dann hat er sich nicht entwickelt, aus meiner Sicht. Das ist halt, du kochst und deine Mutter kommt mit Mac, ist halt kacke, weil du schon gekocht hast. Blöder Vergleich, aber kam gerade so in den Kopf. Solche Vergleiche mag ich aber.